on, guys! Thanks for watching Strikers! Freunde, vielen, vielen Dank fürs Einschalten heute an diesem wunderschönen Sommertag hier in Deutschland. Alles gelogen! Laura hat wieder Auge auf uns gemacht. Genau, Auge auf das Wetter. Heute, liebe Freunde, spielen wir das Duell Team Reich versus Team Arm. Ich bin so broke, ich kann mir nicht mal Ärmel leisten. Aber wir analysieren noch kurz die Outfits der Spieler, fragen auch, wie viel die Outfits wert sind und dann legen wir direkt los. Freunde, Team Broke bzw. Team Arm. Mein T-Shirt hat 1,50 Euro gekostet. Was hat dein T-Shirt gekostet? Ist ja nicht mein T-Shirt, also ich muss halt im Geschäft sagen, lass die Ärmel weg, damit ich so mit 50 Cent bezahlen kann. Okay, nicht schlecht. Meine Hose habe ich aus dem Sperrmüllcontainer rausgefischt. Also 0 Euro bei dir? Ja, das ist so eine No-Name-Marke und die sollte eigentlich für Kinder in Not gehen. Und ich bin hingegangen, ich habe gesagt, bitte gib mir eine Hose, sonst muss ich immer. Du bist auch ein Kind in Not. Ja, ich bin auch ein Kind in Not. Wir sind in großer Not. Deswegen habe ich die gespendet bekommen von UNICEF. Grüße gehen raus. Genau, die Stutzen. Diese Stutzen habe ich von meinem Cousin geerbt. Das hier von meiner Schwester. Die Schuhe, das Paar hier, Leute. Nike ist aber gefälscht. Aus Marokko und geklaut. Und das andere Paar ist schon überall kaputt. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das damals geklaut habe. Die Schuhe, tatsächlich Erbstück aus der Familie, die sind schon seit 300 Jahren in meiner Familie vererbt worden, in unserem Besitz. Dann machen wir ein kurzes Fazit. Summa summarum ist unser Outfit. Also summa summarum juckt es eigentlich niemandem. 10 Euro, wenn es ganz hoch kommt. Ja, ich bin mal gespannt, was Team Reich für ein Outfit hat. Team Reich, die müssen sich wieder profilieren. Bonzenkinder, ne? Also Freunde, fangen wir natürlich ganz oben an. Gucci Cap ist da, Freunde. Mindestens 500 Euro bezahlt. Ein Haarschnitt. Ein Tauli locker, ja. Easy. Bei meinem Friseur des Vertrauens. Originales Trikot von Ronaldo hat der mir mal gegeben. So, for free natürlich, wir sind Bros. Aber sagen wir mal hier so Marktwert. 1000 Euro. Easy. Mit Original Schweiß von Ronaldo. Guckt euch mal diese Designerjacke an, Alter. Ganz ehrlich, diese Farben. Ich habe mich auf Preis geguckt, wo ich gekauft habe. Ich glaube, so 10.000 oder so. Geile Bändel auch hier. Dann hier Hose mit original verchromte Reißverschluss. Ja, damit extra das ganze Geld auch in der Hose bleibt. Wisst ihr? Diese ganzen kleinen Lauros, die da immer kommen auf der Straße, wollen so aufmachen. Ah, geht nicht so einfach. Nee, nee. Schloss. Und das sind die limitierten Puma Baggy Pants, Alter. Junge, die gibt es glaube ich schon 10 Mal auf der Welt. Und du hast direkt 5 gekauft. Und ich habe direkt 5 gekauft. Die dann hier natürlich Stutzen, ganz klassisch Adidas und die Predators von Pogba signiert, aber innen, damit die Leute nicht so Auge machen, weißt du, auf Sohle geschrieben. Ja, ach keine Ahnung, guck gar nicht mehr auf den Preis, um ehrlich zu sein. Ja, und wie ihr seht hier meine typischen schönen 2014er WM-Schuhe, die damals jeder getragen hat. Ich glaube, die sind von mir so düsel, hat er mir damals geschenkt. So. Zukommen lassen. Ja. Ah, für den Brackum hier. Ja. Summa summarum juckt's eigentlich niemand, aber ist egal. Hab ich immer kurz so. Aber machen. Okay, Freunde, erste Disziplin, Doppelpass, Abschluss. Team Rich darf anfangen, weil die haben uns schon genug Geld gegeben, damit wir die anfangen lassen. Gekauft. Die haben uns gekauft, den Schiedsrichter, alle möglichen. Aber wir wollen herausfinden, ob es überhaupt einen Unterschied macht. Mal mit ganz teuren Sachen oder mit Lumpen spielen. Geld regiert die Welt. Wir haben zwar kein Geld, aber wir haben Herz. Ja, okay. Deswegen lassen wir die Jungs anfangen. Und dann nach dem Video habt ihr Herzschmerz. Ich hoffe mal nicht, dass bei diesem Schuss jetzt meine Designer-Klamotten in Mitleidenschaft gezogen werden. 3, 2, 1, go! Nope! Hätte dem Lock nochmal 10 Euro mehr geben müssen, damit er den rein ist. Diese kleinen Pikus kann man sich nicht verlassen. Erster Schuss für Team Arm. Und wir zeigen direkt, woraus wir gemacht haben. Wir müssen aufpassen, die uns irgendwie nicht irgendwelche Killer schicken mit ihrem Geld. So, Freunde, der Holz ist auch wieder am Start. Oh no, 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 no. Erstes Tor für Team Rich. Okay, Freunde, es lief gerade nicht so gut im Tor, deswegen haben wir uns einen Torwart gekauft. Freunde. Von Barcelona geschaut. Außerdem wollen wir unsere Klamotten nicht dreckig machen. Wie viel ist ein Outfit wert? 300 Euro Schuhe, 200 Euro Hose, 500 Euro Trikot, Kleingeld, ne? Ihr habt gesehen, wie Team Reich es macht. Wenn es bei denen nicht läuft, kaufen die sich einfach ein Torwart dazu. Sowas können wir uns nicht leisten, deswegen müssen wir einfach die Leistung hier bringen. Du armer Schlucker, du! Jetzt kommt das erste Tor für Team Rich. Oder Locken? Ja. Nope. Oh. Da hat der Lork mal wieder Auge gemacht. Wenn man von der Straße kommt, wenn man arm ist, ist man unbestechbar, Freunde. Deswegen gar nicht auf seine Angebote hören.
Boah, ein Big Boot! Der werde ich Team Broke, Leute. Schreibt mal in die Kommentare Team Broke. Ja, Team, wir sind Team Broke. Team Broke ist in the house. Jetzt kommt ein richtiger Reichenschuss. Okay. Ja. Oh, Alter, boah, der arme Torwart carryt uns hier durchs Spiel, ne? Dieser reiche Torwart macht schon irgendwie Auge auf mich, aber... Auf deine geilen Löcher. Auf meinen geilen Löcher. Schreibt mal Hashtag Löcher in die Kommentare. Ja. Extra für den Spidey. Danke mal den schönen Team Rich. Ja, sehr gut. Oh. Ich glaube, wir müssen ein paar Schläge engagieren, Junge. Oh, der reiche Torwart muss jetzt mal was halten. Team Broke hat schon gewonnen, Freunde. Aber wir machen einfach noch weiter, um den Reichen mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Oh. Da hat Team Reich noch mal Glück gehabt, hä? Die Latte rettet. Letzter Schuss für Team Rich. Immer noch kein Tor. Ja. Ich glaube, das Video wird niemals online kommen. Wir kaufen euch das Video. Lauro? Ja, ich will nichts sagen, aber Team Rich hat mir gerade 5 Euro eingesteckt. Damn! Team Broke hat das erste Duell schon gewonnen. Aber jetzt kommt die Two-Touch-Challenge. Von der Grundlinie spielt der Mitspieler den Ball zu. Man verarbeitet den mit der Brust, mit dem Arm, mit dem Po, was man will. Und zack, Abschluss aufs Tor. Diesmal fängt Team Broke an. Let's go! Freunde, erster Versuch direkt in den Winkel. Bam! Reingeguckt. Nope! Fast in den Winkel gedreht, Freunde. You are fake news. Team Rich kommt wieder, Freunde. Keine Sorge. Hey. Team Broke hat jetzt wieder die Chance, in Führung zu gehen. Wir zeigen den reichen, verzogenen Gören mal, wie man richtig Fußball spielt. Jetzt müssen wir zuerst mein erstes Tor, weil ich hab bis heute noch gar nichts sehen lassen von mir. Oberkörperschwer. Aber jetzt geht's los, Junge. Oh. Ja. Aber nope. War der nicht auf dem Tor? Freunde, was soll ich sagen? Team Rich hat alle geschmiert und betrogen. Aber ich bin ehrlich, es war ein Tor, der war hinter der Linie. Ein ehrenhafter armer Mensch. Ich werde besser nichts zu diesem Tor sagen, ne? Weil ich habe genug Geld kassiert, damit ich nichts dazu sage. Broke, Leute. Man sieht, broke. So, jetzt Vorlage von Ewok Eli. Oh mein Gott. Würde ich sagen, ganz klassisch mal die Latte gekauft da von Team Rich. Wave your hands in the motherfucking. Oh, bra, bra hinter dir, macht es bra hinter dir. Wir haben wieder ein unentschiedenes Duell hier und das heißt, wir gehen ins Elfmeterschießen. Dazu muss man sagen, Team Rich hat einen kleinen Vorteil, weil die haben einen Elfmeterkiller. Team Rich wird das Duell anfangen. Wer glaubt ihr, wird dieses Duell gewinnen? Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Broke oder Hashtag Rich. Ja, Junge, mach immer so ein bisschen. Ja. Sorry, falsches Video. Nope. Aber ich dachte zuerst, er schießt mit 20 km/h Rückpass zum Torwart, aber er haut trotzdem rein. Bro, was hast du gemacht? Das ist das zweite Mal. Ich glaube, die haben dir irgendwas bezahlt. Ich glaube, du musst beim nächsten Schuss entsorgen. Aber mal Geld beiseite, jetzt muss der erste Treffer kommen. 3, 2, 1, go! Ich musste den Ausgleich für uns holen. Danke, Bro. Für das Money. Jetzt muss der Ausgleich für Team Bro kommen, weil sonst sieht es ziemlich dunkel für uns aus. Ventil ist oben, Freunde. Ich habe einfach einen Elfmeter-Fluch. Team Rich, leg jetzt vor. Komm, Junge. Boah, schönes Ding. Komm, meine Fans.
Loco, du weißt, du musst alles für uns richten jetzt hier. Jetzt kommt die ghetto-tschechische Dampflok. Durch Tor! Mein Gott, der Ball ist durchs Netz durch. Wow. Da ist noch alles entspannt, Bruder. Führen. Wenn ich jetzt treffe. Wenn ich den jetzt nicht reinmache, sieht es noch schlimmer aus, als es schon so ist, Jörg. Ja, ich hab ihn ausgeguckt, Leute. Ich hab ihn ausgeguckt, weil ich hab die ganze Zeit nach links geguckt. Egal, ich mach schon so. Ich mach meinen Teil auf jeden Fall, indem ich meinen dritten jetzt easy verwandle. Oh mein Gott. Wenn die jetzt treffen, haben die ausgeglichen. Ja. Das ist die Chance zum Ausgleich. Das heißt, es ist Auge um Auge. Zahn um Zahn. Zahn um Zahn. Die letzten zwei Schützen sind jetzt dran. Das heißt, wenn wir beide treffen, das meint. Wenn nur ich treffe und du mal wieder daneben schießt. Das ist doch Realitätswert. Jetzt ist der Druck da, Leute. Ich habe versucht, ihn zu bestechen, aber wir hatten kein Geld dabei. Und wir sind Sieger der Herzen. Und ihr seid reich an Erfahrung. Immerhin reich in irgendetwas, ne? Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke an die Brotatoes, die beste Leute. Danke an ihn und mein Teammate. Loco in der Haus. Ohne mein Team geht hier gar nichts. Lasst doch mal ein Like und ein Abo bei mir und schaut auch bei den Jungs vorbei. Aber nur vorbeischauen, uns nicht abonnieren. Doch, abonniert auch. Schaut vorbei und abonniert. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, 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 ciao. Wollt ihr noch was drehen? Ja. Ich muss weg.